Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Max-Lingner-Haus. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Kathi Heller vorstellen zu können, die uns heute über Otto Hettner vorträgt. Und lassen Sie mich zu Beginn sagen, warum interessiert uns ein Max-Lingner-Haus, nämlich Otto Hettner, ein Maler, der in Dresden gewirkt hat und dort an der Kunstakademie. Wir werden alles genau hören, was heutzutage über ihn bekannt ist. Aber es ist für uns deswegen ein interessanter Bezug gewesen, weil Max Lingner in Dresden studierte, und zwar konnte man vielleicht sagen, beim Vorgänger der Vorgängergeneration, bei Karl Banzer, und dort auch den Sächsischen Staatspreis für seine Abschlussarbeit erhalten hat. Und schließlich hatten wir auch mehrfach Kontakt hier von der Max-Lingner-Stiftung zum Thema Hans und Lea Grundig in Dresden, gewissermaßen dann wiederum die nächste Generation, die in Kontakt mit Hettner wiederum stand, sodass es also mehrere Beziehungen gab, und für die Berliner ist es ja ohnehin gut, sich ein bisschen genauer auch in der Dresdner Kunstlandschaft auszukennen. Früher fuhr man ja da regelmäßig hin und meinte, Dresden zu kennen. Aber wir werden hören, dass auch Otto Hettner in Dresden bisher noch gar nicht so gut erforscht ist. Insofern ist das eine sehr schöne Premiere für uns, für Sie, bei uns, Ihre Arbeit hier vorstellen zu können. Kathi Heller studierte in Dresden an der TU von 2005 bis 2011 im Bachelor und Master Kunstgeschichte und Geschichte und hat dann ihre Themenschwerpunkte während des Studiums gefunden in der europäischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, der Dresdner Kunst und der Provenienzforschung. Während sie bei ihrer Bachelorarbeit sich den Wechselwirkungen von konkreter Poesie und bildender Kunst im Werk des tschechischen Künstler Jiří Kollas, der 1916 Jahre widmete, analysierte sie dann in ihrer Masterarbeit die neue Sachlichkeit in Dresden und deren Rezeption. Es gab ja auch diese Ausstellung, da durften wohl ihre Ergebnisse schon einfließen. Und schließlich war dann die Arbeit der Dissertation über den Dresdner Künstler Otto Hettner gewidmet. Sie hatte dazu die Möglichkeit, sie arbeitet daran seit 2012, wenn ich das richtig sehe, zuvor war auch noch ein kleines Artist Scientist in Residence Stipendium in der Landeshauptstadt Dresden in Salzburg, also sowas gibt es da, ganz interessant. Und sie hat dann also mehrere Jahre an ihrer Dissertation gearbeitet, die auch demnächst erscheinen soll. Wir hoffen das. Wir wünschen, wir wollen es ja, wir wollen es dann auch nachlesen können. Interessant ist nur, dass sie nach ihrem Studium dann verschiedene Volontariate realisierte an der Berlinischen Galerie und noch immer am Deutschen Historischen Museum im Rahmen einer Projektassistenz für die Sonderausstellung Karl Marx und der Kapitalismus, die zurzeit noch zu sehen ist. Und wir hoffen natürlich, dass sie Gelegenheit haben werden, nach diesen Assistenzen in ihrem Gebiet weiterzuarbeiten, und wir wollen uns erstmal davon überzeugen, was Sie uns vorzutragen haben. Herzlich willkommen, Kathi Renner. Sie haben das gut. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das Thema meines Vortrages lautet, Sie sehen es, der Cäsarnist Otto Hettner an der Dresdner Kunstakademie, und ich möchte mit einem Zitat über Otto Hettner beginnen. Er ist ein entschieden moderner Künstler, ebenso reich an künstlerischen Ideen nach der Seite der Fantasie wie der malerischen Wiedergabe, von frischem, kraftvollem Vorwärtsstreben beseelt, und ein Künstler, der das künstlerische Wollen unserer Zeit zu starkem persönlichen Ausdruck zusammenfassen weiß. Der Maler, Grafiker und Bildhauer Otto Hettner erhielt 1919 nicht zuletzt aufgrund dieser Einschätzung an der Dresdner Kunstakademie eine Professur für Malerei. Zu seinen rund 50 Schülerinnen und Schülern zählten unter anderem Hans Grundig, Otto Kriebel, Hans Höxer, Fritz Tröger und auch Hilde Goldschmidt. Mit der Berufung erhoffte sich die Akademieleitung neue Impulse und einen Anschluss an aktuelle internationale Tendenzen. Hettner hatte zuvor zahlreiche Jahre in Paris und in Florenz verbracht und mit farbkräftigen Werken nicht nur in Dresden für Aufsehen erregt. Der Vortrag gibt zunächst einen kurzen Überblick zu Hettners Biografie und zu seinen Hauptwerken und untersucht sowohl Hettners Wirken an der Akademie als auch seine Rezeption anhand einiger Bildbeispiele.
Otto Heppner wurde 1875 in bildungsbürgerlichen Kreisen als Sohn des Literatur- und Kunstwissenschaftlers Hermann Heppner in Dresden geboren. Also den kennt man vielleicht auch schon vom Namen her. Er studierte zunächst 1893 bis 1894 in Karlsruhe, um dann rund 10 Jahre in der pulsierenden Metropole Paris zu verbringen. Hier studierte er an der privaten Akademie Julian, knüpfte Kontakte zu Edvard Munch, Georg Kolbe, Auguste Rodin und Theodor Deubler und erstellte erstmalig 1902 rund 10 Arbeiten im Salon des Artistes Indépendants aus. 1905 siedelte er schließlich dauerhaft nach Florenz über. Seine hier entstehenden Werke wurden auf zahlreichen Ausstellungen in Dresden, Leipzig, Hamburg, Wien und Riga gezeigt. Und erste Werke beispielsweise für die Wiener Sammlung oder von Ida Wiener, die kennt man vielleicht aus Dresden als bekannte Kunstsammlerin, auch angekauft. Ende 1911 zog er zusammen mit seiner französischen Ehefrau Jeanne und den Kindern Roland und Sabine nach Berlin. 1914 erhielt er den Auftrag, für die Deutsche Werkbundausstellung in Köln einen der Dachtürme des von Walter Gropius gebauten Bürogebäudes auszumalen. Auch für das Stettiner Museum erhielt er einen Auftrag für ein Probefresko, zu dem es aufgrund des Kriegsausbruchs nicht mehr kam. Nach Ausbruch dieses Krieges erschienen zahlreiche Lithografien von ihm, die heute auch zum Beispiel noch in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York vorliegen. Und was bisher auch weitestgehend unbekannt ist, dass er als Theatermaler wirkte. Heppner gestaltete das Bühnenbild für Wassantasena von Leon Feuchtwanger, welches 1922 im Dresdner Staatsschauspiel uraufgeführt wurde, oder für Shakespeares Kaufmann von Venedig am Gera-Hoftheater, deren Figurinen Heppner ebenfalls entwarf. Zeitgleich arbeitete Heppner auch an zahlreichen Buchillustrationen, zum Beispiel für Miguel de Cervantes oder Hugo von Hofmannsthal. Mit der Berufung an die Dresdner Kunstakademie erfolgte die institutionelle Anerkennung seiner künstlerischen Bestrebungen. Durch seine Tuberkuloseerkrankung war er jedoch ab 1923 in seiner Arbeit stark eingeschränkt und immer wieder gezwungen, seine Lehrtätigkeit durch Kuraufenthalte in Südeuropa zu unterbrechen. Die Krankheit führte schließlich zur Lähmung des rechten Armes, sodass er nur noch wenige mit links gemalte Gemälde schuf. Am 19. April 1931, also gestern vor 91 Jahren, starb der Künstler im Alter von nur 56 Jahren. Das von seinem Sohn erstellte Nachlassverzeichnis von 1931 umfasst rund 4.300 Werke, die mit einem Stempel und der entsprechenden Nummer versehen wurden. Zahlreiche Gemälde wurden damals im Rahmen der Aktion Entartete Kunst aus deutschen Museen entfernt und sind teilweise bis heute verschollen. Durch den Bombenangriff im Februar 1945 auf Dresden ging der schriftliche und künstlerische Nachlass unwiederbringlich verloren. Und die noch erhaltenen Werke wurden im Verzeichnis mit dem Vermerk Krieg überlebt, Sie sehen es oben rechts, versehen. Heute können noch rund 60 Gemälde nachgewiesen werden und durch Reproduktionen sind mir noch weitere 25 Werke bekannt. Der Großteil wurde aber zerstört oder gilt nach wie vor als verschollen, wie beispielsweise das Gemälde Hiob, das sich bis 1937 im Besitz der Nationalgalerie in Berlin befand. 1932 war erst und letztmalig ein umfassender Überblick über sein Œuvre in der Dresdner Gedächtnisausstellung zu sehen. Es war also weder zu Lebzeiten noch zu einem späteren Zeitpunkt, wie zum Beispiel zu seinem 100. Geburtstag 1975, eine große Retrospektive des Künstlers zu sehen. Seine Gemälde befinden sich heute in den Sammlungen von Dresden, Freital, Zwickau, Leipzig, Magdeburg, Flensburg, Marburg, Wien sowie seine Grafiken auch in Frankreich und in den USA. Einige Gemälde sind mittlerweile ausgestellt, zum Beispiel in Dresden. Das meiste befindet sich aber im Depot. Man sieht hier eine Ansicht aus Dresden, aus der Galerie Neue Meister. Also von Otto Heppner ist dieses Gemälde oben links. Diese Ölstudie, dieser Akt, diese Landschaft, dieses Stillleben und diese biblische Darstellung. Also man sieht ein sehr breites, formales Spektrum. So. Ein kleines Konvolut an Werken und schriftlichen Äußerungen befindet sich im Privatbesitz. Und einige Werke aus diesem Nachlass wurden im Dezember 2017 in Paris versteigert. Das künstlerische Schaffen Heppners ist geprägt von dem Spannungsfeld zwischen Farbe und Form. Zwei große Vorbilder ziehen sich durch sein Œuvre, das Vorbild Hans von Marais und Paul Cézanne. Ich möchte Ihnen nun im Nachfolgenden einige Bildbeispiele zeigen, um das Schaffen des Künstlers zu bebildern. Das Frühwerk des Künstlers ist zunächst vom Impressionismus geprägt.
Er fertigt aber auch farbstarke Arbeiten unter dem Einfluss von Van Gogh, ungefähr 10 Jahre vor den Brücke-Künstlern. Und er zeigt sich auch stark beeinflusst von Edward Munch, wie man auf dem rechten Gemälde sieht. Hier zeige ich Ihnen noch ein Beispiel für eine der wenigen Skulpturen von Otto Hettner, die er im Zusammenhang mit seinem Freund August Rodin geschaffen hat. Hettner entwickelt sich weiterhin zu einem, wie ich es nenne, expressiven Idealismus, wo er versucht, die Farben und Formen zu einer neuen Synthese zu vereinigen. Man sieht also die farbstarken Vorbilder Van Gogh und Hans von Marais, die versucht, in diesen Arbeiten zu verbinden. Daneben entstehen traumhafte Harlequin-Darstellungen und Hettner findet zu einer monumentalen Form, wie er sie in den Wandbildern in Köln und Stettin zeigt. Beide haben sich leider nicht erhalten. Hettner war auch in aktuellen Debatten zugegen, zum Beispiel im Kampf um die Kunst. Und er hat auch in Florenz am Kunsthistorischen Institut einen Vortrag gehalten, der anschließend publiziert wurde. Er war also bis zum Ersten Weltkrieg gut vernetzt und durch Ausstellungen sind bereits im In- und Ausland sehr bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg begann er dann, die Farbflächen zu modellieren und sich verstärkt an Cézanne zu orientieren. Hettners Gemälde und Grafiken zeigten zunächst die Nachwirkung seines expressiven Idealismus, der schrittweise in Anlehnung an die Arbeitsweise von Paul Cézanne durch mosaikartige Farbflächen Ablösung fand und sich zu einer neuen Synthese aus Farbe und Form entwickelte. Hettner sah diese Werke von Cézanne zum Beispiel in Paris, wo sie in vielen Galerien zu sehen waren, aber auch in Florenz, wo es zunehmend Privatsammler gab, die Werke erworben. Gleichzeitig gab es in Florenz auch eine große Anzahl italienischer Künstler, die zuvor in Paris waren und sich an Cézanne orientierten. So, jetzt haben wir Cézanne. Insbesondere die Gestaltung des Raumes und der tiefen Räumlichkeit mittels komponierter Flächen sind in seinem Gemälden zu bemerken. Cézannes Werke wie die großen Baden oder die Bilder des Mont Saint-Victoire zählen zu den Hauptwerken des Künstlers, der seine Objekte in einfache geometrische Formen wie Kegel, Kugel und Zylinder zerlegte und so einen kompakten Charakter erzielte. Die Reduktion auf Grundformen und die einsetzende Abstraktion verliehen seinen Bildern Festigkeit und Plastizität. So entstand der Aufbau seiner Bilder allein durch die Farbe und ohne jegliche Vorzeichnung. Die im ganzen Bild gleichwertig intensiv eingesetzte Farbe wurde sein wichtigstes Gestaltungsmittel und verfolgte das Konzept der Ganzheitlichkeit. Cézanne verwendete Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz im Vorder- und Hintergrund und stufte diese jeweils in sich ab. Das Übereinanderschichten von Formen, Räumen und Strukturen mittels der Farbe wurde zu einem wichtigen Charakteristikum seiner Malerei. Trotz der im Freien gemalten Bilder erzeugte er keine vibrierende, dem Impressionisten gleiche Lichtstimmung. Seine Gegenstände erschienen vielmehr in einem neutral-objektiven Licht, die durch eine Gestaltung von Licht und Schatten an Räumlichkeit gewann. Mit dieser Farbmodulation, in welcher er in harmonischer Abstufung die Farbtöne, die Räumlichkeit im Bild modellierte, legte er den Fokus ganz auf die Komposition der Bildfläche und das Zusammenspiel zwischen Form und Farbe. In seinen Bildern verschmolzen so Natur und Figur durch verschiedene Farbblöcke unter Verzicht einer Individualität zu einem ganzheitlichen Motiv, wie wir es zum Beispiel auf der linken Seite sehen. Seine Bilder wirken daher häufig starr und zeitlos. Cézanne überwand die reine Naturnachahmung, entwickelte die Ideen des Impressionismus weiter und wurde durch die abstrahierte Form seiner Gegenstände zum Wegbereiter für die Kubisten um Pablo Picasso und Georges Braque. Die Farbe als Ausgang für den Bildaufbau gewann somit auch bei Hettner wieder an Bedeutung. Zahlreiche Landschaften und Porträts zeigten Hettners künstlerische Fähigkeit, Cézannes Gestaltungsweise für sich fruchtbar zu machen. Die in seinen Werken angewendete Addition von Farbflächen zu fleckigen Formen, die stabile, ruhige Komposition und die Abstufung der Farbtonwerte, welche Volumen und Plastizität im Bild erzeugen, verweisen wiederholt auf Cézanne. Daher ist die Annäherung und Distanz zu Cézanne ein bildübergreifendes Spannungsfeld im Werk Hettners. In der ersten Hälfte der 1920er Jahre schuf er mit schmalen, kurzen Pinselstrichen gemalte Konturlinien um seine reduzierten Formen, die in wenigen Beispielen in Schwarz ausgeführt wurden. Diese Gestaltungsweise findet sich in den idyllischen Gemälden Grubträgerinnen und Einsiedler, die Sie hier sehen, die durch ihre starkfarbigen, mit schwarzen Konturlinien gefassten Flächen eine Unschärfe im Bild erzeugen. Ab Mitte der 1920er Jahre wandelte sich die anfänglich kräftig leuchtende Farbigkeit
hin zu einer aquarellhaften Leichtigkeit und Transparenz. Bilder wie Fräulein Sabine Hettner, die seine Tochter darstellt, sowie die nachfolgenden Bildbeispiele zeugen von dieser Gestaltungsweise. Insbesondere die Landschaftsgemälde von New Yorker aus dem Jahr 1926 erinnern an Cézannes modular aufgebaute, in ihren Formen vereinfachte und farblich geschichtete Ansichten des Mont Saint-Victoire. Gleichzeitig entwickelte Hettner Ende der 1920er Jahre in seinen Porträts ihm nahestehender Personen eine starke Pastose mit vibrierend nervösen Pinselstrich gekennzeichnete Malweise, die nachdrücklich die Wesenszüge der Porträtierten in den Fokus nahmen. Im Vergleich zu Cézanne erschienen die Porträts, wie Beispiel von Roland Hettner, seinem Sohn, oder Ludwig von Hofmann, leuchtend vibrierend und empathisch, statt kühl distanziert. Herausragend und singulär ist Hettners monochromes Selbstbildnis in einer ergreifenden Modulation der Farben Schwarz, Weiß und Grau. Trotz der Vereinfachung der Formen verbleibt Hettner in einer gegenständlichen Bildwelt. Seine Gemälde sind dabei handwerklich solide und in sich harmonisch. Zu den wichtigsten Werken seiner letzten Lebensjahre gehören neben den zahlreichen Porträts und seinem monochromen Selbstporträt das monumentale, leider im Krieg zerstörte Familienbild, seine unterschiedlichen Harlekin-Darstellungen, aber auch betörend zarte Landschaften von seiner Mallorca-Reise im Jahr 1926 und Teneriffa 1928, die von der Kritik aufgrund der stark verwässert wirkenden Ölfarbe auch als zarter Fadenschmelz beschrieben wurden. Krankheitsbedingt führte er seine letzten Bilder aus den Jahren 1929 und 1930 mit der linken Hand aus, wie diese beiden Bildbeispiele von seinem Aufenthalt im französischen Bronx. Um die Berufung und den Einfluss Otto Hettners in Dresden nachvollziehen zu können, lohnt ein Blick auf die Kunststadt Dresden nach dem Ersten Weltkrieg sowie auf wichtige Protagonisten an der Akademie. Das Dresden der Weimarer Republik war eine Stadt zwischen Aufbruch und beharrlicher Tradition, ein Schauplatz politischer, gesellschaftlicher und künstlerischer Diskussionen, Auseinandersetzungen und Kämpfe. Die Erfahrungen und Auswirkungen des Ersten Weltkriegs prägten die ersten Nachkriegsjahre in Dresden hinsichtlich Wirtschaft, Politik und Kultur. Das Kriegsende 1918 hatte eine einschneidende Zäsur für die Stadt dargestellt, deren gestürzte Monarchie und der Verlust des Status als Residenzstadt erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche, aber auch die Kultur hatte. Die noch junge Demokratie bestand aus einem breiten, die heterogene Gesellschaft widerspiegelnden Parteienspektrum mit extremen Rändern, die eine funktionierende Demokratie immer wieder erschwerten. Das kulturelle Klima der Stadt war zwischen den beiden Weltkriegen von vielfältigen und innovativen Erscheinungen geprägt. Neben zahlreichen Dichtern wie Theodor Deubler wirkten Tänzerinnen wie Mary Wigman oder Krit Paluka und Musiker wie Erwin Schulhoff oder Paul Hindemith in Dresden. Das künstlerische Dresden hatte sich seit der Jahrhundertwende weiterentwickelt. Mit Hans Posse, Leiter der Gemäldegalerie, und Paul Ferdinand Schmidt, Leiter des Stadtmuseums, wirkten nach dem Krieg in den Museen progressive Kräfte, die zahlreiche Werke zeitgenössischer Künstler erwarben, aber auch immer wieder mit dem Widerstand eines konservativen Publikums zu kämpfen hatten. Die künstlerischen Positionen der nachfolgenden Jahre reichten von realistischer und spätimpressionistischer Kunst über monumentale, dekorative bis zu neusachlicher, sozialkritischer Malerei und auch abstrakten Positionen. Hettner ergänzte dieses Spektrum um seine an der Pariser Moderne und Cézanne orientierten Malerei. Gemeinsam mit zahlreichen Dresdner Künstlern und Professorenkollegen wie Robert Sterr, Ludwig von Hofmann, Otto Gussmann und Georg Wirbach gründete Hettner am 16. November 1918 den Künstlerrat, dessen Programm es verheißungsvoll hieß: Die im Rathaus versammelten Dresdner Künstler aller Richtungen begrüßen den neuen sozialistischen Freistaat und die sich bildende Einige Deutscher Republik. Sie begrüßen als Künstler den neuen Anlauf, den die Menschheit nach ihrer furchtbaren Katastrophe nimmt, und sie hoffen, dass die Neugestaltung und Befreiung von brutalen Mächten die Welt zugleich von dem Materialismus der letzten Epoche reinigen und dadurch auch die Kunst verinnerlichen und erhöhen wird. Im Bereich der bildenden Kunst prägten nach Kriegsende die expressiv-kubistischen Künstler der Dresdner Sezession Gruppe 1919 ebenso die Kunstlandschaft wie später die Vertreter der neuen Sachlichkeit, abstrakter Tendenzen, die kunstpolitisch wirkende ASO und die Sezession von 1932. Diese Künstlergemeinschaft, diese Künstlergemeinschaft hatte sich 1919 im Januar gegründet, und zu ihren Mitgliedern zählten Otto Dix,
Konrad Felix Müller, Lazar Segal, der Schriftsteller Hugo Zeder und der Kunstkritiker Will Krohmann. Dieser Gruppe schlossen sich bald noch zahlreiche weitere Künstler an. Bevorzugt arbeiteten diese Künstler mit dem Holznetz in expressiv zersplitterten Formen. Diese Gruppe und ihre Künstler vertraten eine zweite Phase des Expressionismus und grenzten sich damit von in Dresden vorherrschenden Impressionismus und Spätimpressionismus ab, der durch Kühl, seine Schüler und Nachfolger geprägt wurde. Die in ihrer Form expressionistisch-kubistische, gesellschaftskritische Gruppierung bestand zum großen Teil aus Absolventen der Akademie, die durch ihre Kriegs- und Revolutionserfahrungen mit ihrer Kunst politisch agieren und die Gesellschaft verändern wollten. Die politisch engagierten Künstler wie Otto Dix, Konrad Felix Müller und Lazar Segal sahen sich als Verkünder und Propheten, glaubten an die Veränderung der Gesellschaft durch die Kunst und stellten dementsprechend den Menschen in den Mittelpunkt der Darstellung. Wir sehen hier zwei Bildbeispiele. Unterstützung erfuhren sie dabei von Will Krohmann, der die Gruppe bei der Ausstellungsorganisation und durch seine Publikationen unterstützte. Während die Brücke sich noch in romantischer Naturverklärung bekannt hatte, sahen die Künstler die dringende Notwendigkeit, von alten Wegen und Mitteln endgültig Abschied zu nehmen, um gemeinsam unter vollkommener Wahrung der Freiheit der Persönlichkeit neuen Ausdruck für diese und die sie umgebende neue Welt zu suchen und zu finden. Die gesellschaftliche Verantwortung des Künstlers war ihnen eine innere Notwendigkeit und so wollten sie ihre Kunst auch als Protest verstanden wissen. Das Ringen um die entsprechende Formsprache, die gleichermaßen einer sinnstiftenden wie moralischen Funktion der Kunst zum Ausdruck verhelfen sollte, wurde innerhalb der Gruppierung deutlich. Der vom Zackenstil der Brücke und dem Kubismus von Pablo Picasso beeinflusste Stil der Gruppe, den Fritz Löffler einst als ekstatischen Expressionismus mit kubistischen Formelementen bezeichnete, wandelte sich zunehmend zu einem neuen Realismus, denn Sujets wie das Porträt verlangten nach einer anderen, realistischeren Form der Gestaltung. Diese war beispielsweise auch in der aus Mannheim kommenden Wanderausstellung Neue Sachlichkeit in Dresden zu sehen. Auf der nächsten Folie habe ich für Sie noch Beispiele für die abstrakt-konkrete Kunst in Dresden, die auch zunehmend an Relevanz gewann. Einen wichtigen interinstitutionellen Anker für die Kunst markiert die 1764 gegründete Dresdner Kunstakademie. Hier hatte es im Vergleich zu anderen deutschen und internationalen Kunstmetropolen im ausgehenden 19. Jahrhundert an Innovation und Fortschrittlichkeit gemangelt. Der andernorts praktizierte Impressionismus wurde lange von den Nazarenern und den Erben der Düsseldorfer Akademie verhindert. Ab 1890, also in den Jahren, in denen Otto Hettner, der aus Dresden stammte, in Karlsruhe und dann Paris studierte, bemühte man sich um eine Verjüngung des Lehrkörpers und um die Berufung von fortschrittlichen Kräften. An der Akademie dominierten dann der Realismus und Impressionismus, vor allem von Gotthard Kühl. Diese sollten den Grundstein für den sogenannten Dresdner Kolorismus, einer sinnlich zarten, von Licht bestimmten Malkultur, begründen. Die Lehrer schulten ihre Studenten im Freiluftmalen und sensibilisierten sie für die Phänomene von Licht und Luft. Im Vordergrund der Betrachtung stand immer wieder die Natur. Trotz einiger fortschrittlicher Tendenzen überwog bei allen Lehrern ein Traditionsgefühl und das Gespür für die klassische Kunst der Vergangenheit. Dem entgegen standen in Dresden avantgardistische Bewegungen wie der Künstlergemeinschaft Brücke, deren Entstehung und deren Mitglieder nicht mit der Akademie verbunden waren. Waren es also um 1900 noch der Jugendstil um Oskar Zwinscher, der Symbolismus um Sascha Schneider und der Impressionismus um Gotthard Kühl, waren angeben, so erfuhr die Stadt mit dem Auftreten der Brücke und mit der Sezession von 1919 große künstlerische Umbrüche. Die Kunstakademie, die erst 1893 ein neues Gebäude erhalten hatte, war nach dem Ersten Weltkrieg eben auch von Umbrüchen und Veränderungen geprägt. Die Abschaffung der Monarchie und die Gründung der Weimarer Republik schlugen sich auch in den Statuten und Lehrplänen nieder, denn statt königlich war die Akademie nun staatlich. So spiegelte sich das neue Demokratieverständnis in der Verfassung von 1919 wieder und erlaubte es den Studierenden, sich eine Einzelschule zu suchen und mitunter jedes Semester die Schule zu wechseln und einen anderen Professor zu wählen. Dies erklärt auch die recht hohe Fluktuation der Studenten zwischen den einzelnen Professoren. Die Professoren wiederum konnten bis zu 10 Studierende auswählen, womit die Anzahl der zu betreuenden jungen Künstler überschaubar blieb. Seit 1919 war es außerdem möglich, dass Frauen an der Akademie studieren durften.
So fanden sich zahlreiche Studentinnen wie Hilde Gortin unter den Schülerinnen von Hettner. Die Umstrukturierung des Lehrplans bewirkte eine größere künstlerische Freiheit, eine große Auswahl auf dem Gebiet der Malerei bei gleichzeitiger Verlagerung der Grafik nach Leipzig. Durch die Reformierung der Lehrpläne, die Überarbeitung der Ausbildungsstruktur und die Zulassung von Frauen zum Studium gelang es den Verantwortlichen der Akademie, die Künstlerausbildung den aktuellen Ansprüchen anzupassen und durch die Berufung innovativer Lehrkräfte den Anschluss an zeitgenössische Kunst zu wahren. Dazu zählen zum Beispiel auch Oskar Kokoschka und Otto Dix. Ludwig von Hofmann, Richard Dreher und Otto Hettner übernahmen in den Kriegsjahren die wichtigsten Professuren an der Akademie. Doch ihr Einfluss, so formulierte es einst Fritz Löffler rückblickend, wirkte sich aufgrund der rasant weiterschreitenden Entwicklung von Gesellschaft und Kunst nicht mehr voll aus. Die Professorenkollegen von Hettner bildeten eine abwechslungsreiche Mischung an verschiedenen Positionen. Robert Sterl, der häufig auch als ein Vertreter der Dresdner Malkultur zitiert wird, hatte 1915 die Nachfolge des verstorbenen Gotthard Kühl angetreten und sich in seinen Porträts und Darstellungen der arbeitenden Bevölkerung in Kühls Manier dem Spätimpressionismus verschrieben. Sterl zählte zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Seine tiefe und genaue Beobachtung der Menschen sollte ein wichtiger Impuls für Künstler wie George Grosz oder Otto Kriebel sein. Ferdinand Dorsch lehrte zwischen 1914 und 1938 an der Dresdner Kunstakademie und erfuhr ähnlich wie Sterl beim bürgerlichen Publikum eine hohe Beliebtheit. Seine feine, an Kühl geschulte impressionistische Malkultur trat vor allem in seinen Damenbildnissen in Erscheinung. Als Lehrer achtete er auf eine grundlegende Vermittlung handwerklichen Könnens. Otto Bussmann lehrte bis zu seinem Tod 1926 als Professor für dekorative Malerei an der Kunstakademie und hatte in Dresden zahlreiche Innenräume verschiedener Bauwerke, wie das Beispiel hier im Rathaus, ausgemalt. Er schuf außerdem Entwürfe für Textilien, Teppiche, Applikationen, Möbel, Glasgemälde und Mosaiken, was ihn zu einem der wichtigsten Vertreter des modernen Kunsthandwerks machte. Da nach dem Ersten Weltkrieg Aufträge ausblieben und die sachliche Architektur nicht in Einklang mit seiner monumental-dekorativen Malerei zu bringen war, verlagerte er sein Schaffen auf das Gebiet der Tafelmalerei. Bussmann war bei seinen Schülern, zu denen Dix, Grundig und Plöckler zählten, aufgrund seiner Aufgeschlossenheit und Toleranz sehr beliebt. Richard Müller war 1900 als erst 27-Jähriger zum Professor berufen worden und war vor allem im Zeichensaal prägend. Müller war ein altmeisterlicher Realist. Er sah im soliden, streng und exakt ausgeführten zeichnerischen Können die Grundlage für jegliche künstlerische Weiterentwicklung. Zitat: Nach meiner Auffassung muss in der Zeichenklasse den Studierenden der feste Unterbau gegeben werden, auf dem sie dann ihr weiteres Studium fortsetzen können. Otto Dix und George Grosz durchliefen ihre Ausbildung in seinem Zeichensaal und erlangten durch diesen strengen Zeichentrainier hier die Grundlage für ihre ätzende, realistische Sozialkritik. Ein Gegengewicht zu den impressionistischen Vertretern setzte die Akademie mit der Berufung von Ludwig von Hofmann und schließlich auch Otto Hettner. Ludwig von Hofmann hatte bei seiner Berufung für die Professur für Wandmalerei 1916 als Nachfolger von Hermann Prell bereits zahlreiche Aufträge ausgeführt, zu welchen die Wandbilder in der Jenaer Universität und die Wandbilder in der Deutschen Bücherei in Leipzig zählen. Von Hofmann schuf unter dem Eindruck von Hans von Marais und dem Jugendstil ganz ähnlich wie Hettner arkadische Landschaften, denen in Kombination mit Menschen häufig die Themen Jugend und Frühling zugrunde liegen. Er zelebrierte die Schönheit des Menschen in einer poetischen, harmonischen, unbeschwerten Welt. Seine utopischen Harmonien stellen einen Gegenentwurf zu Krieg, Revolution und gesellschaftlicher Realität dar. Dem humanistischen Künstler ging es, ganz ähnlich wie Hettner, um die Bewahrung der Menschlichkeit und den Glauben an die Schönheit. Zu den zwei bedeutendsten Berufungen, zumindest retrospektiv, der Weimarer Republik sehen jene von Oskar Kokoschka und Otto Dix. Die schillernde Persönlichkeit Oskar Kokoschka lehrte zwischen 1917 und 1923 an der Dresdner Kunstakademie und wirkte trotz seiner episodenhaften Anwesenheit auf seine doch überschaubare Zahl von Studenten und auf einige Dresdner Maler. Denn sein Einfluss lichtete die Palette vieler Dresdner Maler auf, machte sie für die farbige Wirklichkeit stärker empfänglich und half neue Schönheiten erschließen. Kokoschka vertrat mit der Schule des Sehens
eine Auffassung, die sowohl den Naturalismus als auch die Abstraktion ablehnte und den erlebten Gegenstand in den Vordergrund rückte. Ein vergleichender Blick auf die Darstellung der Elbbrücken mit Hettner hebt die formalen Unterschiede zwischen beiden Künstlern deutlich hervor. Der 1926 berufene Otto Dix war zwischen 1919 und 1922 Meisterschüler bei Otto Gussmann gewesen und nun nach Stationen in Düsseldorf und Berlin nach Dresden zurückgekehrt. Als Gründungsmitglied der Dresdner Sezessionengruppe 1919 durchlief er zunächst eine expressionistisch-dadaistische Phase. Die Analyse und die Wiedergabe der Gesellschaft erforderte zunehmend eine sachliche, genau beobachtende Darstellungsweise, die Dix zum Hauptvertreter des gesellschaftskritischen Verismus machte. In seinen Porträts offenbarte er den Charakter seiner Figuren, klagte den Krieg, dessen Folgen oder die heuchlerische Moral seiner Zeitgenossen an. Mit dem Rückgriff auf die altmeisterliche Tradition der Temperamalerei steigerte er die scheinbare Sachlichkeit und Härte seiner Gemälde. Otto Dix beeinflusste während seiner Lehrtätigkeit zahlreiche Studierende, von denen einige zuvor Schüler bei Hettner gewesen waren, mit seiner schonungslosen, neusachlichen Malerei. Nach einem Überblick zu den Kollegen möchte ich nun auf seine Berufung oder auf Hettners Berufung selbst eingehen. Welchen Eindruck Hettner bei seiner letzten großen Ausstellung 1910 in Dresden hinterlassen hatte und welche Erwartungen man an seine künstlerische Entwicklung knüpfte, zeigen exemplarisch diese drei folgenden Rezensionen. Damit wäre er an den Punkt gelangt, von dem aus sich die weitere Entwicklung der gegenwärtigen Malerei wird vollziehen müssen. Otto Hettner gehört zu den Künstlern, von welchen die Zukunft am meisten zu erwarten hat. Ein Künstler, dessen Bahn mächtig nach aufwärts weist. Ohne besondere Prophezeiungsgabe für sich in Anspruch zu nehmen, kann man wohl sagen, dass eine Kapitalsanlage in Bildern Hettners sich einmal ausgezeichnet verzinsen wird. Mit der Berufung 1917 an die Dresdner Kunstakademie erfolgte Hettners endgültige institutionelle Anerkennung. Eine Berufung an die Kasseler Kunstakademie 1912 durch den Direktor Hans Wolde hatte Hettner noch abgelehnt. Für Dresden machte er zur Bedingung nicht nur eine Anstellung als Zeichenlehrer, sondern eine umfassende Professur mit eigenem Malsaal zu erhalten. Ich möchte daher an dieser Stelle noch einmal zwei Werke von Hettner kurz vor dem Ersten Weltkrieg zeigen, die seine Modernität im Vergleich zu den bisherigen Dresden-Professuren untermauert. Sie zeigen die Aufgliederung und Modellierung durch Farbflächen und den Einfluss von Cézanne, aber auch die erstaunliche Verarbeitung von kubistischen Ideen. Hettner war ab dem 27. November 1916 als Vorstand des zweiten Malsaals vorgesehen, war aber zu diesem Zeitpunkt noch Landsturmmann in der Armee. Durch das Bemühen des Ministeriums des Innen, namentlich durch seinen langjährigen Freund Hermann Schmidt, konnte er am 17. Februar 1917 vom Kriegsdienst freigestellt werden. Ab dem 23. Mai 1918 erhielt er Titel und Rang eines Professors und 1919 wurde er schließlich eine eigene Malklasse zugeteilt. Hettner prägte ab 1919 als Professor für Malerei rund 50 Schüler und Schülerinnen. Die andauernde Tuberkuloseerkrankung, ich erwähnte es bereits, hinderte ihn aber ab 1923 an einer regelmäßigen Lehrtätigkeit und zwang ihn zu monatelanger Abwesenheit von der Akademie. Hettner brachte den Bezug zur modernen europäischen Malerei an die Akademie und zeigte frühzeitig diese kubistischen Bildstrukturen. Seine Gemälde waren ein Ausdruck seines sensiblen malerischen Stils, den er weder laut noch aggressiv vortrug. Zu den übrigen Professorenkollegen und freischaffenden Künstlern sollte Hettner als Cézannist eine eigene Position einnehmen. Er trat in Dialog und Konkurrenz zu etablierten und jungen Künstlern in Dresden, zwischen denen er sich positionieren und stets behaupten musste. Er fand nach seiner Rückkehr nicht nur in seiner Heimatstadt eine sich politisch, kulturell und gesellschaftlich im Umbruch befindliche Situation vor. Der Wandel von der Monarchie zur Demokratie, die Erschütterung des verlorenen Weltkriegs, die das Stadtbild prägten, Kriegskrüppel, politische Spannungen, wirtschaftliche Krisen, aber auch neue künstlerische Strömungen prägten vor allem die ersten Jahre der noch jungen Weimarer Republik und damit auch die Kunstszene in Dresden. Junge Künstler wie diejenigen der Sezession von 1919 drängten eben in den Vordergrund und schufen statt wie Hettner einen idealen Gegenentwurf zur realen, neusachlich-verbistischen, expressionistischen bis hin zur abstrakten Kunst.
Die Aufbruchsgeneration um Otto Hettner und Ludwig von Hofmann, die nun an der Akademie lehrte, wurde als Mittler und Unterstützer der neuen Generation umso wichtiger. Während seiner Lehrtätigkeit hatte Hettner zahlreiche Schüler begleitet und beeinflusst. Die Schülerlisten beinhalten 56 Namen, darunter Johannes Beutner, Hans Grundig, Hans Hüxer, Willi Kriegel, Fritz Maskos, Otto Kriegel und Hilde Goldschmidt. Zu den Studenten zählten zeitweise auch seine Kinder Roland und Sabine. Beide schlugen eine künstlerische Laufbahn ein und fanden später ganz eigenständigen Bildlösungen. Zunächst oblag Hettner das Abendaktzeichnen mit der Aktkorrektur, an die sich beispielsweise der seit 1919 bei ihm studierende Otto Kriegel erinnerte. Korrekturen erteilte Hettner dabei nicht. Er erschien nur zigarettenrauchend für kurze Augenblicke, ordnete die Stellung der Modelle an und verschwand dann wieder. Aber das war uns gerade recht so, denn ein jeder zeichnete doch, wie es ihm passte und legte keinen Wert auf irgendwelche Hinweise der Abendaktprofessoren. Auch Hans Grundig, der zwischen 1922 und 1923 in Hettners Klasse studierte und ihn als leidenschaftlich expressionistischen Maler beschrieb, verwies auf die wenig bevormundende Art und Diskussionsfreudigkeit des Lehrers. Zwei- bis dreimal gab es Korrekturen im Jahr. Das heißt, er nahm seine Lieblingsschüler mit in sein Atelier und hier wurde stundenlang über zeitgenössische Kunst und alte Meisterwerke diskutiert. Auch seine eigenen Werke standen im Brennpunkt unserer Betrachtungen. Hettner wurde von seinen Schülern wiederholt als eine schillernde Persönlichkeit in jener Zeit des Neubeginns und des Experimentierens beschrieben. Der Maler und Radrennfahrer Johannes Beutner studierte zwischen 1920 und 1924 bei Hettner und war später Meisterschüler bei Ludwig von Hofmann. Besonders bei ihm ließ sich der Einfluss durch Hettner nachvollziehen. Ausgewogene, klassisch ruhige Formen und eine gedämpfte Farbpalette charakterisieren sein Werk. Johannes Beutner erinnerte sich später an Hettners zwar strenge, aber umgängliche Art, moderne Kunstauffassungen und ethisches Empfinden an die Jüngeren heranzutragen. Er empfand ihn zu jener Zeit als einen Maler, der eine kräftige Stilisierung in Landschaft und Figuren lebte. Auch Hans Hüxer, der zwischen 1922 und 1925 bei Hettner eingeschrieben war, erinnerte sich an dessen Wirken. Hettner wies uns auf die neuesten Errungenschaften in Frankreich, auf Matisse und Picasso. Er weihte uns tief in die Geheimnisse der Koloristik ein. Zwei Meister liebte er besonders, den Franzosen Paul Cézanne und den Deutschen Hans von Maré. Als Ideal schwebte ihm eine Synthese der beiden vor. Verbindung der eminenten Farbkultur des einen mit dem räumlichen Element der starken kompositorischen Begabung des anderen. Ein Beispiel für die Diskussion am Werk stellen seine Harlekin-Bilder dar. Das Gemälde Harlekin im Besitz der Galerie Neumeister auf der linken Seite ist eines der wenigen Gemälde Renders, welches bis heute kontinuierlich ausgestellt ist. Im Bestandskatalog als ein Meisterwerk des sinnlichen Umgangs mit der direkt aufgebrachten pastosen Farbe bezeichnet, gehört es zu einer ganzen Serie von Harlekin-Gemälden, Pastellen und Aquarellen aus dem Jahr 1928. Der mittig im Bild platzierte, melancholisch zur Seite blickende Harlekin mit Dreispitz und mit den Gesichtszügen Hettners steht vor einer noch unbearbeiteten, hochformatigen Leinwand, die in einem nicht näher bestimmten Innenraum, möglicherweise sein Atelier oder Malsaal, platziert wurde. Der Hintergrund verbleibt bedrückend dunkel und lenkt den Fokus allein auf den Harlekin. Eher schlaff und mit hängenden Schultern steht er in seinen Händen nicht näher mit Er hält in seinen Händen nicht näher definiertes Malwerkzeug. Der verkleidete Künstler trägt eine dreifarbige Kleidung, dessen Form gelber, roter und blauer Rechtecke und Rhomben von Hettner auf die gesamte Bildgestaltung mit geometrisch aufgebauten Flächen übertragen wurde. Die aus der Farbe entwickelten Formen gestaltete Hettner nicht zu reinen Flächen, sondern er arbeitete feine Nuancen aus den jeweiligen Farbtönen heraus. Die Bildstruktur, so heißt es im Ausstellungskatalog zu seinem Schüler Hans Hüxer, erzielte er durch differenziert komponierte Relationen verschiedener Farben. Ähnlich wie bei seinen Porträts aus dem Jahr 1928 verwendete er zur Konturierung der in sich abgestuften Farbflächen schwarze Linien. So entspricht der Harlekin Hettners, der jeglichen Enthusiasmus oder Sinnlichkeit vermissen lässt, in seiner Hoffnungslosigkeit, Zweifel und Einsamkeit ganz der Bildtradition des 20. Jahrhunderts. Ohnmacht, Unsicherheit, eine körperlich-geistige Abwesenheit
und die innere Reflexion über die bisherige künstlerische Karriere geben Auskunft über Händlers Gemütsverfassung angesichts seiner unklaren Zukunft. Der stark lungenkranke Künstler hatte wiederholt seine Professur für Kuraufenthalte im Süden unterbrechen müssen. In dramatischen Briefen an seinen Freund und Kollegen Ludwig von Hofmann schilderte er seine gesundheitliche Situation und die Angst vor dem Verlust der Professur. Ludwig von Hofmann hatte durch diese Abwesenheit in den letzten Jahren wiederholt seine Schüler übernehmen müssen. Im Jahr der Entstehung hatte er nun verstärkt die Tragödie eines womöglich unerfüllten Künstlerlebens und schließlich seinen eigenen Tod vor Augen. 1916 angetreten als ein den Dresdner zumoderner Künstler, war auch seine Kunst mittlerweile von anderen Strömungen überholt. Die Harlekin-Darstellungen zeugen somit von seiner künstlerischen Kraft, aber auch von seinem Verfall. Die Farbentektonik und die starke Koloristik verweisen noch einmal auf das künstlerische Vorbild Cézanne. Seine kostbar schöne Malerei begeisterte seine Schüler wie Hans Grundig, der mit Händler ein sehr enges Verhältnis pflegte und der ihm durch und durch abgezählte Harlekin mit traurigem Blick ein Gleichnis für das Leben seines Lehrers sah. Auch Otto Kriebel, der aufgrund seiner proletarischen Herkunft ein wesentlich distanzierteres Verhältnis zu seinem bürgerlichen Lehrer pflegte, zeigte sich beeindruckt von den Harlekin-Bildern. So schrieb Kriebel in seiner Autobiografie rückblickend. Einmal lud mich Professor Händler zu sich ein, zeigte mir da Arbeiten seiner schönen jungen Tochter und erklärte unter Tränen: Ach, sehen Sie doch! Und so etwas malt schon ein Kind. Händler, von dem der norwegische Maler Edvard Munch einmal viel hielt und erwartete, war lungenkrank, rauchte trotzdem unablässig Zigaretten und kam von seinem großen Vorbild zur Paul Cézanne nicht mehr los. Auf seiner Staffelei stand ein frisch begonnenes Perrault-Bildnis, eines der vielen, die er hervorbrachte und besonders gern malte. Das auf Holz gemalte Kniestück ist eines der malerischen Höhepunkte im Schaffen Händlers und war unter anderem 1931 auf der Ausstellung der Dresdner Künstlervereinigung zu sehen. In diesem Zusammenhang wurde es von Felix Zimmermann, Rezensent der Dresdner Nachrichten, als starkes Werk innerhalb Händlers Oeuvre und aus seiner besten Zeit bezeichnet. Das glänzende Galeriebild sei daher auch mit Recht und Stolz Besitz der Dresdner Galerie, die es 1931 aus dem Nachlass des Künstlers als Schenkung der Wilhelm und Bertha von Behn Stiftung erworben hatte. Die krankheitsbedingten Pausen und Abwesenheiten führten auch zu einer stark reduzierten Anzahl an Ausstellungsbeteiligungen. Die internationale Kunstausstellung von 1926 in Dresden ist hier ein unbestrittener Höhepunkt gewesen. Die von Hans Posse, dem Direktor der Dresdner Galerie, organisierte internationale Kunstausstellung bot mithilfe zahlreicher öffentlicher und privater Leihgeber einen vorbildlichen Überblick über das zeitgenössische internationale Kunstschaffen. Diese Ausstellung eröffnete zahlreichen jungen Künstlern die Möglichkeit, wichtige Werke moderner französischer, niederländischer, spanischer, russischer oder amerikanischer Kunst kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen und ihre eigene Leistung in den internationalen Kontext einzuordnen. Auch Händler stellte hier zwei Werke aus, allerdings in der Dresdner Abteilung. Zu sehen waren unter anderem das Bildnis seiner Tochter Sabine und eine Landschaft aus dem Tessin, welches sich im Besitz des Stadtrats Dr. Krüger befand. Die Ausstellung erlebte Händler aufgrund seines Aufenthalts auf Mallorca zur Regeneration nur aus der Ferne. Aus einem Brief an Hermann Schmidt, seinem engen Freund, ist eben überliefert, dass er sich mit Hilfe von Rezensionen über die Ausstellung informierte und insbesondere an der russischen Kunst interessiert war. In weiteren Ausstellungen vertreten war Händler zumeist nur noch lokal, beispielsweise in den Ausstellungen der Akademie oder der Künstlervereinigung in Dresden. Daneben zeigte die Galerie Ernst Arnold 1927 eine Einzelausstellung mit den Ansichten aus Mallorca. Außerhalb Dresdens war beispielsweise eine Arbeit Händlers aus Mallorca auf der Ausstellung Deutscher Kunst der Gegenwart in Nürnberg 1928 zu sehen. Bedingt durch die fortschreitende Krankheit produzierte der Künstler jedoch nur noch wenige neue Werke, die er zeigen konnte, und wurde daher von der Öffentlichkeit, insbesondere außerhalb Dresdens, kaum noch wahrgenommen. Zwar hatte sich Händler zu Lebzeiten an zahlreichen Ausstellungen der Berliner Sezession, des Deutschen Künstlerbundes, der Dresdner Künstlervereinigung oder an den Dresdner Akademieausstellungen beteiligt und hatte verschiedene Werkgruppen, beispielsweise in Paris, Leipzig, München, Hamburg, Wien und den verschiedenen großen Kunstausstellungen präsentiert. Doch blieb ihm zu Lebzeiten eine umfassende Überblicksschau oder auch Monographie versagt.
Die bisher einzige umfassende Ausstellung mit einem Überblick über alle Schaffensperioden fand erst nach seinem Tod 1932 in Dresden statt und wurde von einem Katalog und dann eben auch zahlreichen Rezensionen, wie Sie hier sehen, begleitet. Weitere Stationen waren der Kunstverein Bautzen im November 1932 und die Kunsthütte zu Chemnitz im Januar 1933. In den Räumen der Künstlervereinigung wurden nun rund 130 Gemälde gezeigt, davon auch einige Schlüsselwerke, die größtenteils noch verkäuflich und käuflich zu erwerben waren und dem Publikum teilweise auch nicht bekannt waren. Mit der Ausstellung 1932 bot sich nun erstmalig ein Einblick in das Schaffen des Künstlers, beginnend von den frühen Arbeiten aus Karlsruhe und enden mit den Arbeiten, die er in seinen letzten Lebensjahren krankheitsbedingt linkshändig ausgeführt hatte. Neben den Gemälden waren zahlreiche Grafiken, Handzeichnungen und zwei Skulpturen zu sehen. Zahlreiche Gemälde befanden sich zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits im öffentlichen und privaten Besitz. Namhafte Dresdner Sammler wie Ida Bienert und Heinrich Arnold hatten Hettner-Gemälde für ihre Sammlung erworben. Darüber hinaus befanden sich zu diesem Zeitpunkt Werke Hettners im Dresdner Stadtmuseum, in der Gemäldegalerie, im Museum Stettin und in Wien. Mit diesen Eindrücken möchte ich zu meinen Schlussbemerkungen kommen. Zum Zeitpunkt seiner Berufung war Hettner weder Avantgarde noch stand er in der Dresdner Maltradition. Im Hinblick auf Hettner ist wiederholt betont worden, dass, obwohl er in Deutschland nur wenig über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt war, mit ihm neue künstlerische Ideen in die Akademie drangen, dass der Anschluss an die moderne europäische Kunstentwicklung gewahrt wurde, aber auch seine angeblich übermäßige Modernität von der freien Künstlerschaft kritisiert wurde. Dass er auch seinen Schülern durch seine offene, diskussionsfreudige Art und der Kunststadt Dresden durch seine einzigartigen, von Cézanne beeinflussten Werke, die umfangreiche Kenntnis über das zeitgenössische Kunstgeschehen und sein internationales Netzwerk sehr wichtige Impulse gab. Auffällig ist, dass vor allem zahlreiche sozialkritische Maler sich bei Hettner einschrieben und durch sein freundschaftliches Auftreten und die zahlreichen Diskussionen frei in ihrer Entwicklung blieben. Es ging also weder ihm noch seinen Schülern um die Bildung einer Schule, sondern vielmehr um individuelle künstlerische Persönlichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Aufgrund der sich rasch ändernden gesellschaftlichen und künstlerischen Entwicklungen, seiner wiederholten Abwesenheit von der Akademie und dem Kunsthandel und dem Ausstellungsgeschehen und der tuberkulosenbedingten Aufenthalte in Südeuropa konnte Hettner jedoch nicht die Wirkung entfalten, die er sich, aber auch die Akademie erhofft hatten. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 galt Hettner fortan als entartet und seine Kunstwerke wurden aus Museen entfernt. Die Verluste seines Nachlasses im Krieg und die fehlende Rehabilitation nach 1945 ließen den Künstler heute nahezu in Vergessenheit geraten. Eine Ausstellung anlässlich seines 150. Geburtstags 2025 wäre daher mehr als wünschenswert. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dichten, Vortrag. Wie war das eigentlich, als Hettner berufen wurde? Wer hat darüber entschieden? War das im Ministerium? War das in der Akademie? Sie hatten ja den speziellen Bezug, die Erwartungen, die an seine Berufung geknüpft waren, auch schon die sich abzeichnende, das neue kunstpolitische Verständnis der ansetzenden Weimarer Republik. Wann wurde er berufen? Wann ging es los? Also die Vorverhandlungen gab es schon 1916. Ja. Da wurde ihm aber, glaube ich, zunächst eine Zeichenlehrerstellung angeboten, aber er wollte natürlich mehr, er wollte die Professur. Ja. Und er hatte halt mit seinem besten Freund Hermann Schmidt auch jemanden im Innenministerium, der da gut vernetzt war, auch mit den entscheidenden Stellen am Akademischen Rat, aber auch im Ministerium, die dann eben auch darauf hingewirkt haben, dass er berufen wird. Also es war eine ministerielle Entscheidung. Ja, aber ich glaube, seine Kunst spricht auch für sich. Absolut, aber es muss ja jemand genau. Er war ein Dresdner. Genau, er war ein Dresdner, der aber viel Zeit im Ausland verbracht hat, also auch diese Internationalität ausgestrahlt hat, die man sich erhofft hat. Also seine Verbindungen reichen ja vor allem nach Paris und Florenz. Also ja. Auch mit Edvard Munch eine ganz große... Ja, man kann es aber nicht namentlich festmachen, dass da kunstsinnige Leute waren, die
dann schon vor dem Ende der sozusagen des Systems vor der Novemberrevolution und des Kriegsendes aber schon an die Zukunft gedacht haben und dann möglicherweise auch weiter Verantwortung behielten? Kann man das irgendwie identifizieren, wer so diese Personalpolitik an so einer Kunstakademie gemacht hat, über die Brüche hinweg? Ja, ich glaube schon, ja, kann man so sagen. Mhm. Also, dass man dann auch daran interessiert war, beziehungsweise glaube ich, dass, ich glaube, das kann man schon so sehen, ja. Okay. Und diese Bezeichnung als Cézannist, das ist etwas, was jetzt retrospektiv oder was die Zeitgenossen sagen, das war sein Bezugspunkt. Ist das eine Kategorie gewesen, in der die Künstler sich selbst beschrieben haben? Oder ist das mehr eine Zuschreibung, die man jetzt heute aus der längeren Perspektive wählt? Oder? Also ich glaube, es ist zum einen, ich hatte das Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Schüler, dass man ihn schon wahrgenommen hat in dieser Traditionslinie. Er selber hat sich natürlich nicht so bezeichnet, sondern immer das Eigenständige betont. Aber ich glaube, jetzt für den Vortrag war es ganz knackig formuliert. Okay. Ich will nur verstehen. Aber Otto Hettner ist natürlich so viel mehr als einer, der Cézanne rezipiert, das auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt einige Werke, wo es sehr deutlich wird. Ja, Cézanne und Marais. Genau, wo er sich auch an dem Künstler und seiner Malweise und dem Bildaufbau auch abarbeitet. Aber ich denke, er kommt doch zu einer sehr, sehr eigenständigen Bildlösung und lässt das Vorbild auch hinter sich. Und diese Auseinandersetzung mit Vorbildern spielt ja bei Hettner immer wieder eine große Rolle. Also man hat ja am Anfang gesehen, das sind die impressionistischen Vorbilder, dann sieht er Van Gogh, dann sieht er Munch, also bei Munch war es, glaube ich, sehr deutlich, wo die Inspiration herkam und dann aber immer wieder auf sich selbst bezogen zu schauen, was kann ich aus diesen Anregungen machen und gerade in Florenz, wo er sehr weit weg ist von dem direkten Einfluss, Paris, wo er noch war oder auch in Berlin, entwickelt er ja ganz eigenständige Bilder, die, glaube ich, für ihn auch die wichtigsten Werke geworden sind. Das sah man ja auch anhand der Zitate, die ich von dieser Ausstellung 1910 gezeigt hatte, wo man sich in Dresden gewundert hat, wo kommt der denn jetzt her? diese Kunstentwicklung haben wir gar nicht mitbekommen. Oder dass es diesen Künstler gibt, der quasi im stillen Kämmerlein in einem kleinen Vorort von Florenz da solche tollen Bilder malt und er ist eigentlich Dresdner. Und müssen wir doch stolz sein, dass wir hier so ein Talent zeigen können. Und diese Erwartung war dann irgendwie auch da. Und dann ist er, glaube ich, einfach... Oder sind viele Künstler von den realen Verhältnissen überrannt worden, sodass diese idealen Bilder, die er da auch malt, eigentlich gar nicht mehr vielleicht so relevant waren wie das sozialkritische Aktuelle, was dann nach dem Krieg auf einmal aufkam. Oder ich glaube, beides kann parallel existieren. Aber das neue Moderne war dann auf einmal was ganz anderes. Ja. Die Moment kommt, ich habe mal zwei Fragen, es geht gleich los. Mich würde aber interessieren, diese Projekte, die Sie erwähnten, aber nicht zum Zug kamen wegen des Krieges oder zum Teil zerstört haben, diese Ausmalung, also wo sozusagen, wo er Bauten ausgemalt hat, da hat sich gar nichts erhalten. Oder es gibt auch keine Dokumentation darüber. Es war Gruppus oder wen hatten Sie erwähnt? Genau, das eine war in Köln zur Werkpunktausstellung. Ja. Da gibt es halt einige Fotografien davon, aber dieses Gelände existiert nicht mehr. Und in Stettin war es so, dass es verschiedene Probefresken von verschiedenen Künstlern gab und es dann aber auch nicht mehr zur Ausmalung dieser Kuppelhalle gekommen ist. Und sind die irgendwie dokumentiert? Gibt es da Aufzeichnungen, also Bilder? Fresken leider nicht. Man vermutet aber, dass sie nur übermalt sind und nicht abgekratzt wurden. Mhm. Und das ist aber bisher nicht möglich gewesen, weil das ein Ausstellungsraum in dem Museum ist und man müsste dann bei der Sanierung dann die Zeit oder die Möglichkeit nutzen, und schauen, ob diese Fresken, diese Probefresken tatsächlich noch da sind. Ja, okay. Also ich bin da auch ganz gespannt. Den Krieg haben Sie überstanden, Stettin oder wie? Oder? Also zumindest das, was in dieser Kuppelhalle des Museums geplant war. Diese Probefresken waren vermutet, dass sie noch da sind. Und es gab aber auch einen privaten Auftrag, das hatte ich auf der Folie gezeigt. Das ist allerdings eine ganz große Leinwand gewesen und da weiß ich leider bis heute auch nicht, was daraus passiert ist. Ich gehe davon aus, dass es auch im Krieg zerstört wurde. Also wie so vieles bei Hettner, muss man leider sagen. Ja. Schön laut bitte, damit ich so mit. Also nehmen wir auf, er hat ja eine ganz starke Violett, Lila, Ockergelb in seinen Bildern und auch seinen Schüler der Wolf, der malt ja auch wie er, in dieser Lila, Ocker. Gibt es da ein Vorbild, wo kann man sagen, er hat
das irgendwo aus Florenz oder aus Frankreich. Da wurden in Frankreich wurden ja auch oft diese Platanenbinder, oft in lila Ocker. So kenne ich das. Also fiel mir dazu ein. Aber gibt es da richtig konkrete Maler, wo er sich, wo man sagen könnte, das war ein Vorbild, wo er diese Farben, diese Liebe zu diesem lila Ocker irgendwie. Ja. Also ich glaube, es ist vielleicht eine Synthese aus verschiedenen Eindrücken. Ich konnte da jetzt kein konkretes Beispiel klar oder feststellen bei ihm, aber ich glaube, diese farbkräftige Kombination, das ist tatsächlich bei ihm auch was, was er für sich selbst so entwickelt hat. Also gerade die Sachen, die in Florenz entstanden sind, da war er ja wirklich ganz abgeschieden, da hatte er ja nicht viel Kontakt. Da hat er auch schon diese Lila Ocker. Ja. Also ja, es gibt auch ganz viele Zitate oder in den Rezensionen wird immer von dieser Farbenfreude, von diesem Farbenfeuerwerk oder wie auch immer gesprochen. Also das ist, glaube ich, bei Hettner wirklich was, was er auch mitentwickelt hat. Ja. Ja, ich sehe ja diese Zweifel, ich sehe gar nicht das Farbenfeuer. Also ich sehe ja ganz, also ganz deutlich diese lila, ocker, gelb, also violett. Bei dem Harlekin jetzt gerade nicht, aber bei den ganzen anderen. Ich fand auch, dass der Beutner das wirklich... Man sieht richtig, dass es ein Schüler ist. Ja, also ich finde, bei dem Beutner wird es tatsächlich am stärksten deutlich. Und die anderen waren seine Schüler. Es haben sich ja in ganz andere formale Richtungen entwickelt. Ja. Sie hatten plädiert dafür, dass es eine Ausstellung geben müsse. Ja. Nach Ihrer Einschätzung sind trotz der Verluste aber ausreichend viel relevante Werke zusammenzutragen. Sie hatten ja verschiedene Museen angegeben. Genau. Man könnte also eine gute Ausstellung machen. Man könnte eine super Ausstellung mit Werken Otto Hettners machen, in Kombination natürlich mit seinen Zeitgenossen, um auch nochmal sein Wirken herauszustellen. Aber ich glaube, das wäre eine schöne Aufgabe, auch nochmal diese gesamte Darstellung seiner Werke oder den Überblick zu geben, weil bis jetzt hat man ja, also den Harlekin habe ich gezeigt, den hat man ja irgendwie präsent, weil der immer in der Galerie Neue Meister hängt, aber alles andere ist ja sozusagen gar nicht präsent und das nochmal zusammenzuführen wäre, glaube ich, eine sehr schöne Aufgabe. Im Vorgespräch hatten Sie auch davon gesprochen, dass es viele, viele Museen und Depots gibt, wo die Werke gar nicht hinreichend datiert und genau verzeichnet sind, also die Zuständigen gar nicht wissen, was sie haben. Genau. So eine Ausstellung könnte dazu beitragen, dass man diese Zuschreibung dann vornehmen kann. Genau, beziehungsweise im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich ja das Nachlassverzeichnis gefunden. Das heißt, man konnte dann den Stempel mit diesen Nummern, die da überall drauf waren, tatsächlich dem Verzeichnis auch zuordnen und hatte damit tatsächlich ganz viele Titel und auch Datierungen, die es vorher halt nicht gab. Und eines der Gemälde konnte ich halt auch 20 Jahre vordatieren. Das wir nochmal an die Folien zurückgehen. Ich das auch mal zeigen. Ich glaube, Sie müssen. Ach so, das muss ich selber machen. Stimmt. So, dann schnell schauen. Und zwar. Na, ganz am Anfang. Genau, das, dieser junge Mann im Getreidefeld hier auf der linken Seite, das wird momentan noch auf das Jahr 1926 datiert, ist aber tatsächlich schon 1906 entstanden. Und das finde ich doch sehr erstaunlich, vor allem von dieser kräftigen Farbgebung her. Das leuchtet ja richtig, wenn man das im Original auch sieht. Und dieser Pinselduktus ist wahnsinnig pastos und auch sehr, sehr expressiv im Farbauftrag. Und dafür war natürlich das Nachlassverzeichnis, was ich gefunden habe, unglaublich wichtig, um solche Datierungen auch vorzunehmen und auch nochmal zu zeigen, dass es eben schon in dieser Zeit entstanden und hat so viel mehr Bedeutung, als man das eigentlich vermutet hatte. Das Nachlassverzeichnis fanden Sie im Nachlass des Sohnes? Genau, also es gibt noch ein kleines Konvolut an Archivalien. Der Sohn ist in den 30er Jahren nach Italien emigriert und hat einige Dinge auch mitnehmen können, eben dieses Nachlassverzeichnis. Und die Familie, die Nachfahren, die heute noch in Italien leben, betreuen eben auch noch diese kleine Konvolut. Und durch den Besuch in Italien konnte ich dann tatsächlich solche wichtigen Quellen noch finden und damit auch arbeiten. Genau. Nur eine letzte Frage. Ja. Unabhängig davon, dass wegen seiner gesundheitlichen Situation, der historischen Umbrüche, der großen Erwartungen und des dann Überlebtseins möglicherweise seiner Kunst, war er doch ein wichtiger Lehrer und hat eine bedeutende Schülerschaft gehabt,
die teilweise auch anschließend in Dresden der Nachkriegszeit in der DDR durchaus eine gewisse Position hatten. Wie kam es eigentlich dazu, dass neben anderen, die man ja durchaus erinnerte, ob es nun Dix ist oder Kühl oder andere, die auch zur Dresdner Szene immer dazugehörten, und es gab ja auch mal ein traditionsbewusstes Kunstverständnis in Dresden, warum hat der Hettner nie eine Rolle gespielt? Weil er eben da so stark dazwischen durchgefallen ist, so viel verloren gegangen ist. Also man hätte ja annehmen können, dass die Leute, die bei ihm so gut geschrieben haben, wie Griebel oder Jüxer oder Grundig oder so, dass die ihrerseits doch eigentlich auch sich nichts vergeben hätten oder ganz im Gegenteil, ihre Kunst auch stärker in den Dresdner Kontext hätten stellen können, wenn sie auch an ihren Lehrer und andere erinnern konnten. Ja, also das ist tatsächlich für mich auch ein Kuriosum, wo man nach 1945 nicht sich wieder mit Hettner beschäftigt hat. Es gab ja noch einige Werke, auch wenn nicht viele. Und das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass das offensichtlich nicht anschlussfähig war. Oder vielleicht war es ein kunstpolitisches Problem, dass es da nicht reingepasst hat. Jetzt jemanden wie Hettner, der auch sehr bürgerlich auch war und vielleicht auch von der Darstellungsweise nicht das war, wo man anknüpfen wollte, sondern eher an jemanden wie Otto Dix oder dieser veristisch-kritischen Malerei. Da bin ich tatsächlich auch noch nicht ganz schlau daraus geworden, warum Hettner nicht die Anerkennung erfahren hat. Auch 1975 zum Beispiel hätte man ja zum 100. Geburtstag eine Ausstellung organisieren können oder irgendwie vielleicht eine Publikation verfassen oder so. Aus politischen Gründen hätte man fast gedacht, es wäre eine große Leistung gewesen, das damals gemacht zu haben. Ja. Also das ist tatsächlich ein Kuriosum, was ich für mich auch noch nicht ganz auflösen konnte, warum, also es gab ja auch genügend Leute nach 45 noch, die ihn persönlich kannten und auch Fritz Löffler hat sich ja immer wieder dafür eingesetzt, dass beispielsweise die verbliebenen Werke, die eigentlich der Familie gehörten, auch noch hätten ausgeführt werden können und das ist dann halt einfach alles irgendwann versickert. Klar, es war auch die Sachen im Depot, man hatte vielleicht dann zu Hettner gar keinen Bezug mehr und dann noch ein Satz zu Fritz Löffler, der ist für Sie ein verlässlicher Autor. Der hatte auch eine kunstpolitische Funktion, der war in den staatlichen Museen oder wo war? Ja. Okay. Ja. Also der war auch persönlich bekannt mit der Familie und hat dann auch immer wieder versucht, den Kontakt zu halten. Mhm. Also ich hatte ja schon gesagt, der Sohn ist emigriert nach Italien, die Mutter dann oder seine Frau ist dann zurück nach Frankreich nach dem Krieg und auch die Tochter ist nach Frankreich ausgewandert. Das heißt, vor Ort war dann auch niemand mehr, der sich hätte noch um die Werke oder das Andenken kümmern können. Ja. Und noch eine letzte Frage, wenn Sie noch können und wollen. Die Kinder, die selbst Kunst gemacht haben, Sie deuteten an, die haben in eine andere Richtung gegangen. Die haben sich für ihren Vater näher interessiert oder besitzen auch Werke oder wenn Sie jetzt eine Ausstellung konzipieren, wollen Sie dann die Kinder auch damit reinnehmen? Also einfach, um das Bild zu vervollständigen, auch der Brüche und der vielfältigen Entwicklung. Ich meine, es ist ja auch eine total spannende und Zeit des Umbruchs, wo große Kontinuitäten schwer zu bewältigen sind. Spielen die Kinder da auch eine Rolle? Also auch in der Rezeption oder haben die ein eigenes Werk, was für Sie auch interessant ist in der Reflexion auf den Vater? Also es hat sich tatsächlich ganz anders entwickelt als die Kunst des Vaters. Der Roland Hettner war zunächst auch eher so sozialkritisch wie Dix unterwegs und hat sich dann aber auch in eher so abstrakte Tendenzen auf seine Schwester Sabine eigentlich entwickelt. Das heißt, eine ganz andere Richtung. Aber wovon sie profitiert haben oder was sie, glaube ich, als angehende Künstler auch, was sie spannend fanden, war einfach dieses unglaublich große Netzwerk von Otto Hettner, der ja ganz viele Leute kannte. Und teilweise, so hatte ich manchmal den Eindruck, in Paris bekannter war als in Deutschland. Und die Kinder sind ja auch, jetzt muss ich kurz überlegen, mindestens zwei, wenn nicht sogar dreisprachig aufgewachsen. Die sind ja beide in Italien geboren. Er war Deutscher, die Mutter Französin. Ja. Also das war ein ganz internationales Umfeld auch für die. Und ich glaube, als Position würde ich die auf jeden Fall zeigen, auch wenn es jetzt nicht den direkten künstlerischen Bezug zum Vater als Vorbild gibt. Aber diese Entwicklung ist, glaube ich, ganz, ganz alles gute Argumente, dass Sie die Ausstellung 25 machen in Dresden, in der Landeshauptstadt. Wir drücken die Daumen und vielen danken Dank ganz sehr für Ihren Besuch und Ihren Vortrag hier. Vielen Dank. Dankeschön.